100 Meter sitzend aufgelegt. Sie werden denken, das ist eine machbare Aufgabe. Doch auch hier sind Übung und Routine wichtig. An der Prüfung müssen Sie 5 Schüsse auf die Scheibe abgeben. Als Treffer zählen der 10er und 9er Ring. 2 Treffer sind das Minimum, 3 sind besser. Die Kugeldisziplin, 100 Meter Bock und der laufende Überläufer werden zusammen bewertet. Es gilt insgesamt 5 Treffer zu erzielen, pro Disziplin mindestens 2. Die richtige Atmung und der richtige Druck auf den Zeigefinger am Abzug können entscheidend sein, um die Scheibe nicht irgendwie, sondern präzise zu treffen. Die Scheibe simuliert ein Stück Wild, welches Sie nach der Prüfung auch sauber erlegen wollen. Wir zeigen Ihnen, worauf es ankommt und wie Sie dies zunächst bei der Prüfung und dann auch später in der Praxis umsetzen.